Heute sprechen wir über den schwarzen Tag an den globalen Finanzmärkten, der am Montag stattfand und warum gerade jetzt die richtige Diversifikation eures Vermögens entscheidend ist. Außerdem werde ich euch zwei Industriemetalle vorstellen, die meisten von euch ja wahrscheinlich noch nie gehört haben und die sich überhaupt nicht um die Verwerfungen am vergangenen Montag geschert haben. Im Gegenteil, sie sind noch weiter gestiegen. Bleibt dran und los geht's. Ja, am Montag erlebten wir einen historischen Tag an den Finanzmärkten, an den weltweiten Märkten. Fox Business meldete, wir haben noch nie 1000 Pluspunkte Verlust im Nasdaq gesehen, nicht mal Intraday. Über 2 Billionen Dollar Marktwert sind verpufft. Das war nur der Anfang. In Japan krachte der Nikkei-Index so heftig wie seit 1987 nicht. Taiwans Aktienmarkt sah den schlimmsten Tag seit 57 Jahren und auch die Kryptomärkte wurden schwer getroffen mit 1,2 Milliarden Dollar, die liquidiert wurden. Gold hat sich hingegen gut geschlagen, Silber wurde auch ja nochmal abverkauft. Einige von euch machen sich Sorgen, wie es weitergeht an den Finanzmärkten und sie wollen wissen, wie sie sich jetzt vor allem positionieren. Daher mache ich dieses wichtige Video. Vorab kann ich sagen, habt keine Panik, wenn ihr entsprechend aufgestellt seid. Ja, wie kam es überhaupt zu diesem Mini-Crash am Montag? Der größte Carry-Trade der Welt, der Yen-Carry-Trade, brach zusammen. Bei einem Carry-Trade leihen sich Investoren Geld in einer Währung mit niedrigen Zinsen wie dem japanischen Yen. Und sie investieren es in Währungen oder aber auch Vermögenswerte mit höheren Renditen. Wenn der Yen plötzlich stark an Wert gewinnt, müssen natürlich diese Positionen schnell geschlossen werden, was zu massiven Verkäufen und Marktverwerfungen führt. Ja, und das ist passiert. Der Yen ist um 5% gestiegen und natürlich mussten hier verschiedene Positionen liquidiert werden. Und warum ist generell eine breite Diversifikation so wichtig? Sie minimiert das Risiko und schützt euer Vermögen vor großen Verlusten. Ein übergewichtetes Portfolio in eine einzige Assetklasse und die noch unterteilt in eine Unterklasse, wie zum Beispiel Tech-Unternehmen, birgt natürlich höhere Risiken. Oder aber alles nur in Krypto oder in Gold, auch nicht gut. Ich bin auch in Tech-Unternehmen investiert, aber diese bilden bei mir nicht 50 oder gar 100% des Gesamtportfolios oder mehr ab. Streut euer Vermögen vor allem global und investiert in verschiedene Branchen, um den weltweiten Gesamtmarkt abzubilden. Jetzt panisch zu verkaufen, ist das Allerschlechteste, was man machen kann. Und wenn ihr die besten 2, 3 oder 4 Tage innerhalb von ein paar Monaten oder Jahren verpasst, dann entgehen euch auf die Dauer sehr, sehr viel Rendite. Edelmetalle und auch Industriemetalle sind derzeit wieder einmal ein hervorragendes Beispiel für eine sinnvolle Beimischung in jedem Portfolio. So kommen wir nun zu den zwei Metallen, von denen wahrscheinlich die meisten unter euch noch nie was gehört haben. Und zwar, sie rede von Germanium und Rhenium. Diese haben vergangenen Montag trotz des allgemeinen Markteinbruchs einen Höhenflug erlebt. Ich blende euch hier einfach mal die Charts ein. Germanium wird in der Halbleiter- und Elektroindustrie sowie in der Medizintechnik verwendet. Seit Jahresanfang hat Germanium um sage und schreibe 25% zugelegt. Rhenium, ein seltenes Metall, ist in Flugzeugtriebwerken, Katalysatoren und Thermoelementen unverzichtbar geworden. Seit Jahresanfang ist auch der Preis von Rhenium um ca. 25% gestiegen. Wir haben bereits in 22 und 23 auch schon große Teilgewinne bei Gallium, bei Indium und auch Hafnium vorgenommen und teilweise schon Gewinne mitgenommen von um die 150-200% und mehr. Also wir betreuen aktiv auch entsprechend die Portfolien und muss sagen, auch nach einem Jahr sind natürlich bei einem Teilverkauf die Gewinne, die realisierten Gewinne, absolut steuerfrei. Ja, zeigt mir mal eine Geldanlage, ausgenommen jetzt mal die Kryptowährungen, die steuerfreie Auszahlungen nach einem Jahr ermöglicht und vor allem in echte Sachwerte investiert.
Industriemetalle und Edelmetalle können nicht, und das ist wichtig, pleite gehen. Es gibt kein Kontrahentenrisiko. Das bedeutet, wenn die Gegenpartei einer Transaktion, zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Bank, ausfällt oder zahlungsunfähig wird, dann habt ihr kein Risiko. Bei physischen Edelmetallen und Industriemetallen existiert definitiv hier das Risiko nicht, da ihr direkt den physischen Besitz haltet. Mein Rat, trennt euch von Leistungsversprechen, beschäftigt euch mit dem Geldsystem und seinen Mechanismen. Genau dafür habe ich einen gratis Videokurs entwickelt, die 3 Speichenregel Reloaded. Schaut euch meinen Kurs an, der wird die nächsten Tage online gehen, um die Fallstricke des Systems zu verstehen und wie ihr euch vor allem schützen könnt. Eine breit aufgestellte Geldanlage sollte, wie gesagt, immer weltweit gestreut in Unternehmensbeteiligungen, in Edel- und Industriemetalle sowie eine Beimischung, eine kleine Beimischung auch in Kryptowährungen umfassen. Ebenso ist es interessant, in Immobilien außerhalb der EU zu investieren. Warum solltet ihr unbedingt auch in Immobilien im Ausland investieren, also außerhalb der EU? Auch hier gilt, die breite Streuung minimiert natürlich auch hier das Risiko. Gerade jetzt, wo es teilweise wieder günstige Einstiegskurse geben wird, ist es sinnvoll, günstige Gelegenheiten auch zum weiteren Investieren logischerweise zu nutzen. Ihr solltet unbedingt auch eure Sparpläne beibehalten und wenn möglich erhöhen, sofern ihr in echte Sachwerte wie Unternehmensbeteiligung, Edel- und Industriemetalle und so weiter investiert seid. Und bei den langfristigen Investitionen, die ihr habt, größer 8 oder 10 Jahre, ist vor allem wichtig, dass die länder- und branchenübergreifend investiert sind und dass ihr hier Ruhe bewahrt. Nicht in Panik verfallen, zum Teil haben sich die Märkte schon wieder leicht erholt bzw. erholen sich gerade. Und selbst wenn es jetzt nochmal eine Stufe runter geht, dann nutzt auch hier, wie gesagt, die Möglichkeiten über Sparpläne und oder über weitere Einmalanlagen, Step by Step auch nochmal mit in bestimmte Assetklassen rein zu investieren. Und mich interessiert das, wie gesagt, nur bedingt, da ich zum großen Teil in echte Werte breit gestreut investiert bin und natürlich auch hier in den Unternehmensbeteiligungen einen passiven Ansatz verfolge. Bei den aktiven Vermögensverwaltungen, die ich berate, wurden bereits Vorkehrungen getroffen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtstrategie. Zusammengefasst, trennt euch von Leistungsversprechen und vertraut nicht darauf, dass euch das System oder Politiker retten. Setzt auf echte, solide Sachwerte und diversifiziert euer Portfolio so breit wie es geht. So schützt ihr euch vor den ganzen Unwägbarkeiten, die noch lange nicht vorbei sind. Also hier wird noch einiges passieren und mit Sachwerten kommt ihr definitiv durch diese Krise. Mich interessiert natürlich auch mal, wie seid ihr investiert, wie seht ihr das Ganze? Geht es noch weiter runter? Haben wir den Boden irgendwo erreicht? Das schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese mir jeden Kommentar durch. Und letztendlich, wie seid ihr investiert? Und schreibt es auch noch mal mit in die Kommentare. Wenn ihr euch unsicher fühlt oder Hilfe braucht beim Aufbau eurer krisensicheren Geldanlage, dann bucht einfach in 15 oder 20 Minuten Kennenlerngespräch und wir schauen, ob und inwieweit wir euch dabei helfen können. Und meine Empfehlung, schaut euch meinen Gratiskurs an. Wie gesagt, der Link auch unten in der Videobeschreibung und der erste Link in den Kommentaren. Und lernt einfach hier auch mal die Gegenseite kennen. Also nicht nur die 3 Speichenregel Reloaded, sondern es gibt noch eine Gegenseite, das Quadrat der Unwissenden, wo leider immer noch über 90-95% der Menschen drin sitzen und die werden unterhalten von Medien wie Zeitung, wie Radio und TV. Und es geht letztendlich um Spaltung, es geht um Verunsicherung und das erkläre ich letztendlich auch in diesem Gratiskurs, worauf man achten muss und vor allem, dass man mal beide Seiten sieht. Bis dahin, bis zum nächsten Video, alles Gute, dein Daniel Sauer.